There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. So, wir haben wieder richtig schöne Geschenketipps für Sie in dieser Sendung. Das ist quasi unser Service für Sie, damit Sie wissen, was Sie denn Ihren Liebsten schenken und vor allem, dass Sie rechtzeitig auch ausgestattet sind mit Geschenken. Jetzt ist genau die richtige Zeit, denn gar nicht mehr so lange, dann ist tatsächlich Weihnachten. Und wir wollen uns doch alle dieses hektische Rumlaufen durch die Stadt, durch die vollen Innenstädte, wollen wir uns doch wirklich sparen. Sparen können Sie hier auch natürlich, wie immer bei uns bei Pearl TV. Und das Erste, was du uns mitgebracht hast als Geschenketrend und Geschenketipp, ist schon gleich für mich ein absolutes Highlight. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich habe mir auch schon jemanden überlegt, dem ich sowas schenken möchte. Das ist ein wunderschönes Dekofeuer. Ja. Das ist auch eine ganz besondere Flamme hier, ne? Ja, so ein Bio-Ethanol-Dekofeuer ist das, was wir hier haben. Und bevor Sie jetzt denken, naja, ist ein bisschen schwach auf der Brust, das kommt noch. Das braucht so ein paar Minuten, bis es seine volle Leuchtkraft entfaltet. Denn dann haben Sie hier nach so ein paar Minuten eine wunderschöne sogenannte Tornado-Flamme. Und den Begriff Tornado kennen Sie normalerweise von einem Unwetter. Das ist so ein sich drehender Wirbelsturm quasi. Und diese Brennkammer von diesem Dekofeuer ist so angelegt, dass die Flamme eben nicht einfach nur nach oben züngelt, wie man es bei einer Kerze beispielsweise auch hat, sondern diese Flamme, die dreht sich so wie ein Tornado. Und das sieht wirklich außergewöhnlich schön aus. Dazu kommt eben die Tatsache, dass es sich hierbei um sogenanntes Bioethanol handelt, das heißt ein Brennstoff, der anders als manch anderer Brennstoff, Spiritus fällt mir da jetzt spontan ein, oder vielleicht auch mal verschiedenste andere Gase oder was, dass so etwas ganz einfach rückstandslos verbrennt. Du hast keine Geruchsbelästigung, du hast keine Asche, kein Ruß, kein Rauch, kein gar nichts. Ist also jetzt rein von der Empfindung her, vom Geruchssinn oder vom Gefühl her nicht belästigend, sondern sieht einfach nur richtig klasse aus. Ja. Das Schöne ist, die Materialqualität ist überzeugend. Für den Preis jetzt hier bin ich selber etwas überrascht. Wir reden von noch nicht mal 70 Euro. Wir haben hier einen Vollmetallsockel. Das muss natürlich auch alles stabil stehen. Es geht hier immerhin um echtes Feuer. Ja, und damit es eben sicher brennen kann, damit es schön aussieht, aber gleichzeitig auch sicher ist, ist also der Sockel komplett aus Metall gefertigt. Auch schön stabil, dass da eben nichts umkippen kann. Die eigentliche Brennkammer ist aus Edelstahl gefertigt und das Glas, diese Glasröhre, ist also ein feuerfestes Glas. Wobei man gleich dazu sagen muss, ja, es wird warm, aber es hat natürlich jetzt keine Wärmewirkung in dem Sinne wie ein Kaminfeuer. Es hat eine reine optische Bewandtnis. Sie sagt hier bei uns im Studio, wir haben hier von oben noch so einen leichten Luftzug, der drückt die Flamme etwas runter. Normalerweise geht das bis knapp unterhalb des Randes von dem Glas und züngelt so ein wenig nach oben. Finde ich wunderschön. Ich kenne so manches Hotel, die diese Bioethanol-Kamine oder diese Leisten da haben, wo also auch dann so eine schöne Flamme entsteht. Das ist unglaublich schön, aber klar, ich sag mal, in einem Gastgewerbe wie in einem Hotelgewerbe möchtest du jetzt auch kein Sauerstoff entziehen oder irgendwas anderes Gefährliches da haben. Es soll schön aussehen, ja, aber es soll vollkommen ungefährlich sein. Das ist hier ebenfalls gegeben. Finde ich wunderschön. Sie haben eine ausgesprochen große Brennkammer, Bioethanol eingefüllt, ungefähr 250 Milliliter, ermöglicht es Ihnen locker mal bis zu einer Stunde diese Flammenwirkung zu haben. Und anders als viele andere Brennmittel hast du hier die Möglichkeit, ganz einfach auch nochmal nachzugießen. Du hast hier diesen kleinen Haken noch mit dabei, so ein kleines Plättchen, was du draufpackst. Damit erstickst du die Flamme. Genau, Rebecca zeigt es mal gerade hier. Ja, und dann kann man das ganz einfach auch wieder auffüllen. Finde ich wunderschön. Ich mag auch LED-Beleuchtung, damit wir uns da richtig verstehen. Ich bin ein großer LED-Fan, aber ich finde, dass eine echte Flamme immer so eine gewisse Faszination ausübt. Oder allein gerade durch dieses Tornado-Feuer, was wir hier haben. Ich finde, es ist ein sehr schönes Flammenbild, was dieses Bioethanol erzeugt. Und das mit dieser Bewegung drin ist außergewöhnlich. Hat nicht jeder. Nee, und das ist wie so ein Mini-Kamin. Ne? Ja, weil du hast trotzdem den Effekt von einem Kaminfeuer. Ja, ja. Nur, dass das natürlich viel einfacher zu handhaben ist. Und die gesamte Installation hier ist absolut schön gemacht. Ich liebe diese Ornamente im unteren Teil. Schön, und trotzdem kommt es irgendwo auch
minimalistisch daher mit dem schönen Glas oben drauf. Also das ist total toll. Dieses Flammenbild ist auch einmalig schön. Mit dieser Tornado-Flamme sehr besonders, kann ich mir sehr gut im Wohnzimmer vorstellen. Mhm. Und ist natürlich auch ein wunderbarer Geschenketipp, den du uns hier mitgebracht hast und den Sie gerne bestellen dürfen, direkt mit der ZX6091 und der 569. Ich finde es immer sehr, sehr schön, dass Sie hier auch beim Schenken, beim qualitativen Schenken bei uns auch sparen können. Wenn Sie schon dabei sind, das zu verschenken oder wenn Sie dabei sind, sich selber mal ein Geschenk zu machen, dann bestellen Sie doch gerne das Bioethanol direkt dazu. Dann kann es auch direkt losgehen mit dem gemütlichen Kaminfeuer. Das bestellen Sie am besten direkt mit der PX7649 und der 569. Das ist also jeweils ein Liter Bioethanol in so einer klassischen Flasche. Das heißt, Sie können also insgesamt vier dieser Brennvorgänge mit einer Flasche starten. Deswegen, ich empfehle Ihnen da am besten gleich zwei oder drei Flaschen zu bestellen. Ich glaube, bis zu drei dürfen wir in einem Paket aus feuertechnischen Gründen entsprechend verschicken, damit Sie da nicht irgendwie in drei oder vier Wochen stehen und sagen, Mensch, ach, jetzt ist Weihnachten und jetzt hätten wir doch vielleicht mal besser noch mal eine Flasche geholt. Also bestellen Sie sich das am besten gleich noch mit dazu, ist quasi das passende Zubehör mit der PX7649 und der 569. Ja. So viele schöne Geschenke. Klasse, oder? Ja. So, wir machen weiter. Mit einer wunderschönen Wetterstation. Unter einer Wetterstation stellt man sich ja vor, da steht vielleicht irgendwo eine Uhrzeit und da steht dann da sonnig oder 23 Grad oder 18 Grad oder sowas und das war's. Am besten noch so silber umrandet oder weiß umrandet, so ein, ja, sprich's ist halt aus. Eine Information. Langweilig. Informativ, aber langweilig. So, und jetzt möchten wir Ihnen natürlich mal eine Wetterstation zeigen, die diesen Namen auch verdient und die ich persönlich als sehr, sehr außergewöhnlich empfinde. Schau mal hier. Schön. Das sieht fast so ein bisschen aus, als wenn diese Informationen mehr oder weniger so in der Luft schweben würden. Also sehr, sehr interessant gemacht. Mit so einem gewissen dreidimensionalen Effekt. Cool. Sie haben hier einen Sockel im unteren Teil und von diesem Sockel geht die Wetterstation hoch. Wir drehen es mal ganz kurz auf die Seite, Rebecca, damit man das mal sehen kann, was ich damit meine. Das ist so cool gemacht. Das sieht so aus, wie wenn das einfach so hier reingelegt worden wäre. Wie so eine Visitenkarte oder so. Ist ja ultra flach. So, das Ganze natürlich sehr schön und vor allem sehr leicht ablesbar. Sie sehen hier im oberen Teil natürlich die Uhrzeit, die übrigens immer auf die Sekunde genau geht, weil es eine Funkuhr ist. Das heißt, auch der Übergang von Sommer auf Winter, von Winter auf Sommerzeit, Sie kennen das Ganze, hat man jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen erst, passiert hier vollkommen automatisch. Natürlich ist auch das Datum entsprechend ablesbar. Und selbstverständlich, wie sich das für eine Wetterstation gehört, ist hier auch ein Außensensor mit dabei, damit man also nicht nur die Temperatur und die Luftfeuchte im Inneren des Raumes hervorragend ablesen kann, was ja gerade auch im Winter immer ein ganz entscheidender Faktor ist. Gerade jetzt, wo die Heizpreise so hoch sind, möchte man ja schon gerne wissen, wie warm habe ich es denn jetzt eigentlich in der Hütte? Mhm. Sind das jetzt wirklich, obwohl es gefühlt ein bisschen kühler ist, sind das die 22, 23 Grad, die ich haben wollte? Luftfeuchtigkeit, immer ein Thema mit Schimmel, Lüften und so weiter. Sie wissen, das führt häufig zu Diskussionen. Aber Sie möchten natürlich gerne auch wissen, wie sieht es denn eigentlich da draußen aus? Dann haben Sie so einen wunderschönen Tag, irgendwann im Dezember oder im Januar, die Sonne scheint, strahlenblauer Himmel. Ja, und nur sobald Sie dann zur Tür rausgehen, stellen Sie fest, naja, wir haben hier irgendwas mit 2 Grad über Null und so angenehm ist das leider nicht, wie es durchs geschlossene Fenster ausgesehen hat. Hier können Sie es ganz genau ablesen. Viele nutzen übrigens auch gerne mal so einen Außensensor für ein Gewächshaus, für eine Garage, für einen Schuppen zum Beispiel, wo du Pflanzen reinstellst, die nicht unbedingt winterhart sind, die du ganz einfach vor Frost ein wenig schützen möchtest. Sehr, sehr schön, aber auch ein Wettertrend ablesbar, den finden Sie hier im oberen Teil. Ja, ich würde mal sagen, durchwachsen, oder? Ja, so leicht sonnig, leicht bewölkt, also so ein ganz klares Vielleicht, wenn es ums Wetter, wenn es ums Wetter geht. Aber auch das ist natürlich immer wieder ein Thema, dass du weißt, wie entwickelt sich das Wetter denn eigentlich im Laufe des Tages? Nehme ich mir jetzt meine Jacke mit, packe ich mir mal einen Schirm ins Auto oder ziehe ich mir mal den dicken Norweger-Pulli an oder reicht mal was Dünnes, ein Hemd oder so? Ja, da kannst du hier natürlich mal eine ganz andere Entscheidung treffen. Alles drin, alles dran, Minimalwerte, Maximalwerte übrigens auch, damit man mal schauen kann, wie sieht es denn aus, was war der höchste Wert heute, was war der niedrigste Wert heute. Und ich glaube, Sie werden mir recht geben, wenn ich sage, dass das Thema Wetter
immer noch zu den beliebtesten Diskussionsansätzen im Smalltalk-Bereich zählt. Nur, wissen Sie, wenn ich mir die Wettervorhersage anschaue, da kriege ich eine Vorhersage von Hannover, von Göttingen und von Kassel. Wir sind genau in der Mitte und dann noch 500 Meter höher als die anderen. Da haben wir hier ein komplett anderes Wetter im Weserbergland als die Herrschaften in Hannover, in Kassel oder in Göttingen. Damit wissen Sie natürlich ganz genau, wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause vor der Haustür aus. Und das in einer sehr, sehr außergewöhnlichen, schönen Form. Ja, also ganz besonders die Form, aber auch das Display an sich, das ist so mehrdimensional gestaltet. Ja, ja, ja. Also hier im Hintergrund siehst du sogar noch mal so ein Wolkenbild. Richtig toll gemacht, eine sehr besondere Funkwetterstation, rahmenlos. Und deswegen besticht dieses Modell absolut, was die Optik angeht. Die ZX7383 und die 569 ist die Artikelnummer für diesen schönen Geschenketipp. Und weißt du was, Carsten, ich ziehe jetzt mal los und such mir ein nächstes Geschenk aus. Ich habe da was Feines entdeckt. Wenn ich so viele Geschenke hier, immer zur Wahl hätte, Paradies. Oh, guck mal, das schnappe ich mir jetzt. Ja. Das hast du dir schon geschnappt. Habe ich mir schon geschnappt. Um ein wenig zu spoilern. Ja. Rebecca läuft schon den ganzen Tag mit dieser Fitness-Smartwatch durch das Studio, die wir Ihnen jetzt noch mal zeigen möchten. Ein außergewöhnlich schönes Modell. Ja. Wie ich persönlich finde, mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Zunächst einmal zu dem Thema, was ist eine Fitness-Smartwatch? Es ist eine Uhr, die Ihnen aber nicht nur die Uhrzeit anzeigt, sondern noch verschiedenste andere Informationen für Sie bereithält. Beispielsweise die gelaufenen Schritte über den Tag verteilt. Und Rebecca war schon richtig fleißig unterwegs. Der Weg vom Studio zur Maske und wieder zurück ist ein ganz schön weiter Weg. Da möchte man vielleicht ganz gerne mal wissen, wie viele Schritte habe ich denn eigentlich heute gemacht? Welche Distanz habe ich zurückgelegt und vor allem, wie viele Kalorien habe ich dabei verbraucht? Gestern hat mich ein ganzes Paket mit Spekulatius erwischt. Ja, das sind mit Sicherheit schon mal so um die 700, 800 Kalorien gewesen. Ich bin hingefallen und zack. Ja, du weißt, wie das ist. Da kannst du ja manchmal gar nichts gegen machen. Ja, so, aber das war natürlich dann schon mal die ein oder andere Kalorie. Und hier können Sie ganz einfach sehen, was ist da Sache. Schön natürlich auch die biometrischen Werte. Und das ist ja im medizinischen Bereich manchmal gar nicht so einfach, da immer Puls und Blutdruck im Überblick zu haben. Ich habe ein medizinisches Blutdruckmessgerät bei mir zu Hause. Ja, ist aber in meinem klassischen Alltag, im beruflichen Umfeld so nicht wirklich praktikabel. Da finde ich es trotzdem klasse, wenn ich mal eben meinen Puls auch in Form einer EKG-Kurve mal sehr schön im Überblick habe und mir auch mal den Blutdruck anzeigen kann. Ich habe immer einen etwas erhöhten ersten Wert, den systolischen Wert, der ist meistens ein bisschen höher. Und wenn ich da ganz einfach mal kurz auf die Uhr schaue und mal eben mir anzeigen lasse, was ist da Sache, ist das für mich immer etwas beruhigend, wenn der im grünen Bereich ist. Blutsauerstoffsättigung, Körpertemperatur wird dir angezeigt. Eine zuverlässige Schlafüberwachung haben Sie jetzt hier auch. Weiß, ob Sie es mitbekommen haben, wurde häufig in den Nachrichten diskutiert. Auch nach der Zeitumstellung hat der menschliche Körper so diese innere Uhr ein bisschen durcheinander. Das führt mitunter also auch schon mal zu Schlafschwierigkeiten. Wenn Sie mal wissen wollen, wie habe ich denn eigentlich geschlafen, sagt Ihnen die Uhr das auch. Ob Sie ruhig geschlafen haben, sich gewälzt haben oder mal aufgestanden sind, das können Sie alles am nächsten Morgen ohne weiteres hier ablesen. Natürlich können Sie die Uhr auch jederzeit mit Ihrem Smartphone verbinden, herstellerübergreifend übrigens, egal ob Sie ein iPhone haben oder ein Android-Gerät, ein Sony, ein Huawei, ein Samsung oder ein ähnliches Gerät. Und Rebecca hat das mal über den Tag verteilt getan. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie fleißig Rebecca wirklich war. Auch die biometrischen Werte sind da übertragen worden, die Vitalwerte, wie man so schön sagt. Wie fleißig warst du? Sehr fleißig. 64 Kilokalorien habe ich verbrannt. Ich glaube, das ist mein Brownie gewesen. Das waren mindestens zwei Dominosteine. Sehr gut. Habe ich schon mal schön vorgearbeitet für heute Abend. Ja, und da finde ich auch toll, diese Gesamtübersicht. Ne? Also ich mache es Ihnen mal ein bisschen dunkler im Moment. Oder sehen Sie es gut? Ich glaube, Sie sehen es gut. Ne? Da habe ich alles auf einen Blick. Ne? Meine Temperatur über den Tag verteilt. Dann auch zum Beispiel meine Sauerstoffsättigung. Wenn ich hier anklicke, habe ich sogar eine ganze Verlaufskurve. Die ist noch sehr kurz bei mir, aber die würde sich bei Ihnen im Laufe des Tages komplett hier bilden. Ich sehe meinen höchsten Wert, meinen Minimalwert und dann kannst du auch schön mal über den ganzen Tag verteilt dir das parallel hier sozusagen aufs Handy geben lassen und erst abends gucken, wie war denn so der Tag. Du musst also nicht die ganze Zeit an dieser Uhr hängen. Kannst das finde ich super. Passiert also völlig automatisch. Übrigens, wenn wir von der Alltagstauglichkeit einer solchen Smartwatch sprechen, möchte ich gerne noch zwei, drei Dinge erwähnen. Zum einen, dass Sie ein sehr stabiles Metallgehäuse haben. Bitte keine Angst, dass wir Ihnen hier so ein 500-Gramm-Teil an Armbanduhr nach Hause schicken. 50 Gramm, das ist ungefähr so viel wie eine Scheibe Salami auf dem Frühstückstisch. Die merken Sie wahrscheinlich gar nicht am Handgelenk. Sehr schönes Silikonarmband.
und vor allen Dingen wind- und wetterfest. Also egal ob Regen, Hände waschen oder Sport. Die Uhr macht also wirklich alles mit. Sie können sogar übrigens 11 verschiedene Sportarten einstellen, wenn Sie also sportlich aktiv sind. Werden die Anzeigen hier noch mal etwas genauer. Ein sehr schönes Modell, ich behaupte Unisex, und ich glaube für noch nicht mal 90 Euro eine perfekte Geschenkidee für jemanden, der einfach sagt, Mensch, das sind alles so Geschichten, ist optisch ein Dekoobjekt, aber eben auch mal ein durchaus nützlicher Aspekt, ja. Um mal so zu schauen, wie sieht es denn eigentlich aus, was mache ich so körperlich eigentlich den ganzen Tag. Ein absolut stilvolles Accessoire, was en vogue ist, also eine Smartwatch, ist durchaus auch ein Aushängeschild. Ja. Und vor allem, ja, Sie haben sehr, sehr viele Anhaltspunkte am Handgelenk, die Sie ablesen können oder die dann Ihr Beschenkter oder Ihre Beschenkte ablesen kann. Absolut unisex, auch eine richtig gute Geschenkidee. Die Bestellnummer ist die ZX5291 und die 569. Und ich schaue mich mal wieder um hier bei unseren Geschenken. So viele zur Wahl. Das ganz kleine da hinten links, das ist für dich. Das ganz kleine Nein. hinten links. Weil wir ja immer das größte was? Geschenk haben, oder? Das finde genau. ich ja schick. Oder? Oh, wobei das mit Beamer? Dem kleinen Paket hinten links war eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir haben hier einen fantastischen, hochauflösenden Beamer in einer Bauart, wie ich es ehrlich gesagt so, Verzeihung, oder selten mal gesehen habe. Die meisten Beamer, die ich so kenne, die sind eigentlich so groß wie ein Schuhkarton und auch entsprechend schwer. Mein letzter Beamer hatte sogar noch ein klassisches Glühmittel, also eine Glühbirne mit einer bestimmten Lebensdauer. Wo man immer gucken musste, Mensch, jetzt habe ich noch 100 Stunden die Beamerleistung, danach muss ich eine neue Birne kaufen, das wird schon nochmal ein richtig teurer Spaß. Mittlerweile reden wir natürlich jetzt hier von moderner LED-Lichttechnik, die zum einen allein vom Verbrauch her, vom Stromverbrauch, deutlich weniger für Sie in Anspruch nimmt. Und zum anderen haben Sie natürlich eine deutlich längere Lebensdauer allein bei dem Leuchtmittel. Aber unabhängig von der technischen Komponente, finde ich, ist ein Beamer immer mal so etwas, was man immer mal gerne gehabt hätte, oder? Oder was man immer ganz gerne noch mal haben möchte. Aber irgendwie zurückgeschreckt ist, weil der Preis vielleicht ein Tick zu hoch war. Oder der Fernseher tut es ja auch erstmal. Aber ich glaube, bei einer Bilddiagonale von 100 Zoll, das heißt 2,50 Meter, müsste man also hier schon einen Fernseher kaufen, der auf ein paar tausend Euro kommt, unabhängig davon, dass das natürlich dann also auch immer ein riesengroßer Klotz darstellt. Den hier stelle ich mal eben hin, schließe den an, über den HDMI-Eingang hier an der Seite oder über verschiedenste andere Anschlüsse, vielleicht nicht nur für das Fernsehbild, da können Sie auch einen SAT-Receiver, einen Kabel-Receiver für klassisches Fernsehen anschließen. Das geht aber auch natürlich mal hier an der Seite sind die Anschlüsse, das geht auch mal mit einer Spielekonsole, das geht auch mal mit einem Laptop, wenn du mal einen Streamingdienst oder sowas mal an die große Wand schmeißen willst. Das ist schon großartig, was wir hier angeht. Sogar mit VGA-Anschluss, das ist nicht mehr genau. selbstverständlich, dass ich den mit dabei habe. Vor allem bei dem Format hätte ich das nicht erwartet, dass du hier noch einen VGA-Anschluss mit dabei hast. Also auch ältere alle Gerätschaften kannst du anschließen. Topmodern, logisch, aber eben auch die etwas älteren Gerätschaften. Und genau darum geht es ja häufig. Ja. Ja, dann hast du von mir aus dann irgendwie noch einen kleinen Fernseher, ich sag mal einen 40, 42 Zöller mit einem guten Meter Diagonale. Das ist ja heutzutage mehr so ein Watchman. Ja? Also eher so ein bisschen kleiner. Und ich glaube, wenn man mal so einen schönen Kinofilm schaut, mal so einen Blockbuster, ja, den man vielleicht aus dem Kino kennt, auf so einer großen Leinwand mit ordentlich Kavum, wo man natürlich dann doch mal ein richtiges Erlebnis hatte, der kommt zu Hause auf so einem kleinen Fernseher dann vielleicht dann doch nicht mehr so gut rüber, wie sie es vielleicht aus dem Kino gewohnt sind. Aber bei einer Diagonale von 2,50 Meter, 2,54 Meter, um genau zu sein, haben Sie natürlich noch mal ein ganz anderes Bild. Mhm. Das Schöne ist, wir reden hier also wirklich von einer Hochauflösung. Und natürlich kann man dann immer noch mal überlegen, ob man sich eine zusätzliche Leinwand noch dazu leistet, die wir auch in verschiedenen Varianten für Sie im Programm haben. Aber durch diese Lichtqualität und diese 4.500 Lumen, 80 ANSI-Lumen übrigens für die Profis, kannst du so etwas auch mal auf eine klassische weiße Wand bei dir zu Hause Super. Projizieren. Dann ist es vielleicht nicht ganz so im 4K-QLED-Bereich, aber sie haben immer noch, gerade auf dieser Größe, ein fantastisches Bild, was einfach nur Spaß macht. Natürlich haben Sie noch andere Anschlüsse, um mal eine Soundbar anzuschließen, eine Stereoanlage anzuschließen, um auch das Klangerlebnis zu generieren. Aber der Beamer hat also auch eingebaute Stereo-Lautsprecher, die in der Regel schon völlig ausreichen. Und ich habe mich gestern Abend noch mit einem sehr guten Bekannten unterhalten, mit dem werden wir Silvester feiern. Der hat bei sich in der Garage einen,
wie sagen wir, wie hat das genannt, Man Cave integriert. Da steht eine Bar drin, da steht ein Sofa drin, da ist also eine Spielekonsole und ein Beamer. Wenn also die drei Männer des Hauses mal fernab der Geschäftsleitung einfach mal ein bisschen Blödsinn machen wollen, mal ein Bier trinken wollen und mal so ein bisschen auf der Konsole zocken, auf einem großen Bild, dann gehen die in die Garage, machen die Tür zu, machen den Heizlüfter an und schmeißen den Beamer dazu an. Also auch das mal eine schöne Geschichte. Also ich behaupte, das ist ein wunderschönes Geschenk. Ich würde mich also sehr über so einen Beamer freuen. Ich wollte schon immer mal einen haben hier, aber in so einer kompakten Form kriegst du den ja kaum. Es reicht nicht für das Geld. Und das gefällt mir hier total gut, diese kompakte Form. Und der Preis gefällt mir auch wahnsinnig gut. 92,14 € für einen Beamer. Dafür, dass Sie jetzt ganz luxuriös Kino-Feeling genießen können mit so einem richtig großen Bild. Ist total super. Die ZX3440 und die 569 ist die Bestellnummer für diesen LED-HD-Beamer. Auch eine sehr schöne Geschenkidee. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt von mir aus daran gedacht, einen Beamer zu verschenken. Ja, ja, ja. Aber ich meine, jeder guckt ja gerne Filme und gerade für Kinofans könnte ich mir vorstellen, ist es auch ein super tolles Geschenk. Ich wandere mal wieder weiter. Ja. Ich pack mal wieder aus. Lichtkonzepte bei Pearl TV gibt es jetzt. Lichtkonzepte in Kombination. Ja, du treibst mich hier zu einem ganz bestimmten Geschenk. Ja. Das sieht spannend aus. Ich würde mal sagen, das sieht für mich aus, auch gerade mit dem kleinen Kleingeld hier, wie eine Spardose. Liege ich da richtig? Nee, das Geschenk ist das Kleingeld, was daneben lag. Das ist meins. Oh, wie großzügig. Das war jetzt so ein Spaß. 60, 70, 76 Cent. Das wollen wir doch mal sehen, ob du da richtig gerechnet hast. Denn das Coole ist, wir haben hier eine sehr, sehr geniale Neuheit bei uns aus dem Programm. Ist jetzt also quasi eine Fernsehpremiere, die Sie sehen. Und wir reden hier von einer Lampe, von einer Nachtlampe, von einer Schreibtischlampe, von einem, sagen wir mal, außergewöhnlichen Beleuchtungskonzept. Rebecca entdeckt gerade die Dimmfunktion, dass Sie also hier in drei verschiedenen Stufen die Beleuchtung einstellen können. Übrigens jetzt kein Klinikweiß, ein OP-Weiß, sondern wirklich ein sehr, sehr schönes Warmweiß, was wir hier haben. Und eigentlich ist es gedacht, ja, für ein Kinderzimmer, für ein Jugendzimmer. Sie wissen, die meisten Teenager oder die meisten Kinder tun sich mit dem Sparen immer schwer. Da sind die Kaugummis vom Kiosk interessanter. Jetzt haben Sie hier gleichzeitig eine Spardose mit dabei. Ich sehe den Schlitz schon. Ja, mach mal. Ich lasse mal mein Geld verschwinden. So. Und muss damit ich ein bisschen Sie drücken? Ja, muss reindrücken. Geht's? Na, na? Es will mein Geld nicht. Es will dein Geld nicht. Kommt selten vor. So, ja. Warte mal. Also, Moment. Das wollen wir noch mal sehen. Oder ist die Sperre noch da drin? Nee, eigentlich nicht. Worauf wir hinaus wollten, ist die Tatsache, dass Sie eine selbst zählende Spardose haben. Die zählt also das Geldstück, was Sie reinwerfen, 10, 20 Cent, 1 Euro, 2 Euro. Das zählt aber auch die Gesamtsumme des Geldes, die Sie hier reingeworfen haben. Ja? Also quasi eine Beleuchtung in Form einer außergewöhnlichen Spardose. Was geht denn da? Ja? Geht mal gerade. Ja. Lass mal schauen. Ist das eine Kindersicherung? Das geht wirklich nicht. Ah, jetzt. Ah. Ja, guck mal, jetzt weiß ich, wie es geht. Ein bisschen zur Seite schieben, so. Genau. So, was haben wir jetzt hier? Zeig dir das an. Ja. Ach, der zeigt das an? Natürlich zeigt er das an. Ach, deswegen. Ja. Kann man hier oben sehr schön ablesen. Ein bisschen schwierig zu sehen auf die Entfernung. Da oben steht's drauf. Also Sie sehen, ob Sie jetzt gerade 10 Cent, 20 Cent, Euro oder was reingeschmissen haben. Und natürlich die akkumulierte Summe dessen, was man hier reingepackt hat, sodass man also immer weiß, wie viel ist denn eigentlich drin in der Spardose. Das nutzt man natürlich auch ganz gerne mal, um auf ein bestimmtes Ziel hinzusparen. Wir reden von Kindern, wir reden von Teenagern. Da ist es vielleicht mal ein neues BMX-Rad oder mal ein Spiel für die Spielekonsole oder mal eine neue Handyhülle oder ein paar Kopfhörer oder was die Kinder eben in dem Alter heutzutage alles haben möchten, worauf es da zu sparen gibt. Ja. So. 76 Cent. 76 Cent. Habe ich richtig gezählt. Sehr schön. Kannst du natürlich jetzt hier immer wieder auf Null setzen, wenn du die Spardose mal leer machst. Also eine richtig coole Angelegenheit. Finde ich schön. Lässt sich super transportieren. Hier kann ich das auch an- und ausmachen. Ja, ah ja. Geht auch, ja. Fernbedienung ist dabei oder du machst es hier vorne ganz einfach. So am Nachttisch reicht es ja, wenn du das quasi vorne an dem kleinen Knöpfchen machst. Finde ich sehr schön, finde ich außergewöhnlich von der Form. So eine konische Anordnung und die Tatsache, dass es eben akkubetrieben ist, auch mit Dauerstrom betrieben werden kann, ist sicherlich eine ganz
ganz interessante Angelegenheit. Für knapp 23 Euro, warum denn nicht, oder? Also 23 Euro finde ich auch total super. ZX6459 und die 569 ist die Artikelnummer. Es ist einfach auch ein sehr, sehr angenehmes, schummriges und schönes Licht. Aber wir haben noch einen letzten Geschenketipp für Sie. Ein Geschenk darf ich mir noch aussuchen und das mache ich direkt mal. Bin ich mal gespannt, was du findest. Ich such mal. Das ist so ein bisschen wie Ostern auch. Warte mal. Ganz kalt. Eben lag es noch da. Ich weiß es ganz genau. Wärmer, 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 wärmer. Heiß, heiß, heiß. Heiß, heiß. Aua, aua, heiß. Ah. Das nehme ich. So, jetzt pass auf. Du erinnerst dich daran, dass wir schon seit geraumer Zeit einen 3D-Druckerstift, so glaube ich, oh, wird ja. das offiziell genannt. Ist das so einer? Ja, aber ein neuer 3D-Stift. Und da sind wir jetzt mal in einem Bereich der Kreativität angekommen, die ich persönlich großartig finde. Ich behaupte, jeder Mensch wird wahrscheinlich mit dem nötigen Kleingeld in ein Geschäft gehen können und sagen können, pass auf, das Ding da kostet 50 Euro, kaufe ich, schleife drum, bitteschön. Ja. Ja, so, das ist so die klassische Art zu schenken. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man gewisse Dinge ganz einfach doch mal individualisieren kann. Und ich glaube, selbstgemachte Sachen, die kommen nie aus der Mode, egal ob bei Kindern oder bei Erwachsenen. Jetzt bekommen Sie von uns einen 3D-Stift und 20 verschiedene sogenannte Filamente dazu. Das ist der Kunststoff, der geschmolzen wird, den Sie dann quasi in einer anderen Art und Weise bearbeiten. Jetzt habe ich hier eben mein Talent versucht. Ach, Carsten. Ich bin doch noch nicht fertig geworden. Wir hatten ja dabei bist du eigentlich ein echter Experte, ne? Du hast mein ganzes Auto in 3D gemacht. In der Tat. So, das ist, warte mal, vielleicht bearbeite ich dir nochmal. Ich hab was vor. Ein Schneeflöckchen. Ein Schneeflöckchen, das sollte ein Weihnachtsstern werden. Es ist ja noch. Es ist. dann mache ich so, eben mal was den Neues. Jetzt vollenden? Also, nee, ich hatte was anderes vor. Ein Schneeflöckchen. Nee, den mache ich jetzt nicht zu Ende. Ihr aber du hast weiß gewählt hier. Ihr seid gemein zu mir. So, warte mal. Fang an. Ja noch mal versuchen. Jetzt musst du natürlich erstmal aufheizen und das geht in zwei verschiedenen Modi zwischen 190 und 220 Grad Celsius. Mhm. Mal gucken, er heizt gerade hoch, 30, 40, 45, dauert einen kleinen Moment. Ja? Denn dieses Filament, also dieser Faden hier, dieser Kunststofffaden, der wird geschmolzen und von diesem Stift abgegeben. Mhm. Solange Sie hier vorne nicht auf diese Spitze draufkommen, hier vorne in den vorderen Teil des Gerätes, kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Also hier kannst du alles anfassen, hier vorne ein bisschen vorsichtig sein, klar, wird das heiß. Ja, die Erfahrung habe ich eben auch schon gemacht. Sie sehen, wenn der Stift einsatzbereit ist, wenn hier gleich das blaue Licht zu sehen ist, wir sind bei 140, 145 Grad Celsius, auf 190 müssen wir kommen. Und dann möchte ich Ihnen das gerne mal zeigen. Von der Bedienbarkeit denkbar einfach, hier wird eingeschaltet auf dem kleinen runden Knopf und da kannst du quasi das geschmolzene Kunststoff, also das Filament abgeben oder eben die Abgabe wieder stoppen. Haben wir gleich, Moment, wir sind bei 175, 76. Wir haben es gleich, ja. Schöne und so habe ich das auch. Und so habe ich das eben hier mit diesem Stern auch gemacht. Ich wollte mal gucken, ob ich mich, jawohl, da sind wir, ob ich es hinkriege, mal einen Weihnachtsengel zu machen. Ein Engelchen, das ist eine gute Idee. So, Sie nehmen sich bitte ein, na? Du hast mehrere Farben. Moment, ich muss nochmal neu anfangen. Du hast mehrere Farben mit dabei auch. Ja, du hast 20 verschiedene Filamente, jeweils 5 Meter. Und du hast 20 verschiedene Farben. Jetzt funktioniert's. So. Lässt okay, sich übrigens ist der einstellen. Kopf. Ja, in verschiedenen Geschwindigkeiten. Mhm. Ja, du hast den Schwung schon raus, merkt man schon. Einmal, Moment. Jetzt kommt das Kleidchen, das Gewand. Aber bitte ein schönes, ausfallendes Gewand. Ja, das ist toll, das gefällt mir. Das lässt sich führen. Daran sieht man wieder, dass Männer nicht multitaskingfähig sind. Das wird ein schöner Engel, ich sehe es schon. Carsten ist künstlerisch wirklich begabt, muss man sagen. Moment. Braucht ihr gar nicht zu lachen. Frau hat recht. Moment, Achtung. Nee, wirklich, der Engel wird richtig schön. Die glauben uns das nicht in der Regie, ich höre es schon. Aber das wird ein toller Engel, ein richtig süßer kleiner Schutzengel. Ja, aber du sagst es, das ist mal ein richtig schönes persönliches Geschenk. Wenn du zum Beispiel so Geschenke so schmückst mit deinem eigenen 3D-Drucker. Ja. Moment,
Die lachen über meinen Donald Duck. Das ist das Einzige, was ich kann. Wissen Sie was? Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, bevor wir uns Carstens Kunstwerk anschauen, gebe ich Ihnen die Artikelnummer noch mal durch. Das ist die ZX7440 und die 569. Ja? Den malen wir jetzt auf die Schnelle, Entschuldigung. Es könnte auch ein Engel sein, der Juhu schreit. Juhu! So, endlich Weihnachten. Ja. Juhu! Geschenke also so oder schon so macht ähnlich Spaß. Kann das dann aussehen. Es macht unglaublichen Spaß. Ja, mach komm, dann mach direkt weiter und mach deine Schneeflocke noch fertig. Die nehme ich dann direkt schon mal als Deko mit für meine Weihnachtsgeschenke. Finde ich total super. Aber natürlich ist das auch selbst ein wunderbares Geschenk, was Sie selber auch verschenken können. Also wunderbare Tipps, die du uns mitgebracht hast, Carsten. So macht Geschenke auspacken Spaß. Ja.